Das müssen wir, können wir jetzt auf die Schnelle nicht realisieren. Das werden wir versuchen noch irgendwie zu recherchieren. Diese zwei Punkte Rückstand oder diese zwei Punkte Abzug. Das, liebe Zuschauer, hat ja hier kein einziges Paar erleben müssen. Oksana Domnina und Maxim Schabalin. Liegen auf Rang 3. Also wieder ein Paar, das sich Medaillenhoffnungen macht und zurecht machen darf. Bei ihrer jetzt übrigens auch schon 5. WM-Teilnahme. Ja, das war so ein typischer Astor Piazzolla Tango, liebe Zuschauer, für Oksana Domnina und Maxim Schabalin. Hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ja, das ist ein Paar, das unzweifelhaft seinen Weg machen wird, ja, in die Spitze der Eistanzhierarchien hinein. Sie sind eigentlich schon drin, definitiv, und wenn es so weitergeht, wird es unaufhaltsam sein. Sie ist erst 22 Jahre, er ist 25, und sie sind jetzt schon so weit. Also das ist schon nach wie vor auch für ein paar Jahre eine heiße Option. Ja, das sind ganz heiße Kandidaten auf den nächsten Olympiasieg 2010. Und heute haben sie mir wirklich exzellent gefallen. Ich habe ihnen am Anfang der Saison, hätte ich ihnen nicht zugetraut, dass sie so gut, sich so gut auf den Tango einstellen können. Da habe ich eigentlich große Vorteile für Bel-Benagosto, für Dubreuil-Lauzon gesehen, aber das hat mir eigentlich genauso gut gefallen wie der Tango der Kanadier und Amerikaner. Also muss sagen, großen Respekt muss ich den beiden zollen. Wiewohl er, finde ich, hart an sich gearbeitet hat, was den Tango betrifft, denn wenn man dann die Kür sieht, die polynesischen Tänze, er ist im Oberkörper manchmal schon ein bisschen wild.
Aber das hat er hier glänzend gelöst. Ja. Glänzend. Also das war das Problem des Paares generell, dass sie ein bisschen unbeherrscht und wild waren in den letzten Jahren, aber da haben sie sich extrem verbessert. Мама, попались. The technical score, please. 技術点 30.80. 30,80. Da hat es höhere technische Wertungen schon gegeben. 29,5, da sind sie relativ weit vorne dabei, ja. Es bleibt eng. Es bleibt eng an der Spitze, liebe Zuschauer. Denko Vastavitsky, Dibro Lozon, Belbin Agosto, Domnina Chabalin, alle im Kreis um die zwischen 99 und 97 Punkten. Schönfelder, Delobel Schönfelder auch noch 96 Punkte. Dann erst kommt eine große Lücke. Also die fünf, die am Anfang vorne waren, nach dem Pflichttanz sind jetzt auch noch vorne, nur haben sich die Platzierungen ein bisschen gedreht. Ja.